Ja. Wie war doch gleich mein brillanter Plan? Du wolltest beim Ältestenrat vorsprechen, um das Hochboot zurückzurufen. Stimmt. Das war wohl nichts. Und dann nach Deponia zu reisen und die Zeitschleife zu durchbrechen. Oder ich bleibe einfach zusammen mit Goal auf Elysium. Schlussfanfare, Vorhang zu, Happy End. Den Versuch. Das war auch nicht schlecht. Gut. Nur um sicher zu gehen, dass ich diese Zeitreisesache richtig verstehe. In welcher Zeit sind wir hier noch gleich gelandet? Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass wir Donnerstagmorgen haben. Grill-Donnerstag? Ganz genau. Unsere Reise hat insgesamt etwa minus 12 Stunden gedauert. Heute Abend werde ich in Kuwak ankommen. Im Südquadranten geht gerade die Sonne auf. Ich liege also bereits im Ballon und schlafe tief und fest. Und ich steige in Porta Rustica ins Chronocar. Unvorstellbar, ich weiß. Wenn man so fantasielos ist wie du vielleicht. Tja, also... Sag mal, heißt das, wir existieren jetzt doppelt? Ja, bis wir heute Abend das Timepod klauen. Clown ist ein hartes Wort. Wie wäre es mit für eine Probefahrt ausleihen? Ach, du wolltest es also zurückbringen. Genau. Und dann wurde es uns geklaut. Ja, so ist es doch. Faszinierend, wie du die Geschichte je nach Bedarf änderst. Geschichte wird nun mal von Gewinnern geschrieben. Wieso denkst du, dass sich unsere Vergangenheits-Ichs wieder genauso verhalten werden? Ganz einfach. Weil wir nicht nach dort unten resettet wurden, sondern hierhin. Heute Abend, in der vergangenen Zeitschlaufe, hat nur ein McChronicle existiert. Der auf Elysium. Der andere hatte ja das Timepod geklaut. Und da dessen Erinnerungen jetzt in meinem Kopf sind, ist wohl davon auszugehen, dass der da unten leer ausgeht. So viel zu ganz einfach. Kommen nur diese neuen Zeitresets zustande? Das wüsste ich auch gern. Irgendwer benutzt offenbar die Kurbel am Chronocar. Leider haben wir hier oben keine Möglichkeit, es zu verhindern. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Wenn du das sagst, klingt das so negativ. Ja, also... Ich glaube nicht, dass sich dieser Tag für alle Zeiten wiederholen wird. Wenn dem nämlich so wäre, wie konnten wir dann vorhin in die Zukunft reisen? Hm? Großer Gustav, du hast recht. Tja, das heißt dann wohl, dass du den roten Alarm wieder abschalten kannst, was? Es heißt vor allem, dass hier noch viel mehr vor sich geht, als wir gedacht haben. Als du gedacht hast. Ich denke grundsätzlich nicht, bevor mir die Konsequenzen meines Handelns zur Analyse vorliegen. Eigentlich kann ich mir das auch selbst zusammenreiben. Tu das. Es macht ja eh keinen Unterschied. Gut, na dann. Irren wir noch ein wenig durch die... durch Elysium. Schlirrensohn, Pfannsohn, Habitatring, Ältestenrat. Tja... Warum liegt hier Stroh? Okay, wir haben Stroh und Aluminium. Et voilà, ein weiteres Meisterwerk des psychoaktiven Zukunftsorigami. Tja, und was machen wir jetzt mit dem Aluhut? Ihm aufsetzen, oder? Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel! Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen! Außer einem Verwaltungssystem, das sich durch ein bisschen Fackelag... Ja. Vielleicht... Können wir die mal schmelzen? Tatsache. Der Sapsch geschmolzener Vergnüglichkeiten durch die Finger ran, musste er sich unwillkürlich fragen, ist das die Ironie des Schicksals? Oder nur ein weiterer Nebeneffekt eingeatmeter Plastikdämpfe? Ja, also...
Plastikschmelz. Das braucht keinen Hut. Immerhin regnet es ja nicht in meinem Mantel. Das ist nur etwas ausfallende Feuchtigkeit. Tja, also... Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Ich muss meine Sachen nicht desinfizieren. Das sind nur die... Und die... Nicht im Grunde... Und viel... Man... Nicht alles. Ich muss nicht... Ich dachte, wir können damit vielleicht eine Taste mit dem Plastik... Eine neue Taste. Für den Fahrstuhl machen. Hier rot. Fehlt uns scheinbar noch... eine rote Taste. Da ist noch Musik... Leider kenne ich die Noten. Da ist noch... Leider kenne ich... White Key zum Red Key machen dann... Ja, ne, hier wollen wir nicht hin. Wir waren schon genug. Chill Out Zone. Zum Spa. Cocktailbar. Den Wurstomat, das haben wir noch nicht probiert. Vielleicht wäre ja mal eine Idee. Das funktioniert ja tatsächlich. Aha. Tatsächlich. Jetzt haben wir einen Wurst-Key. Der ist doch ziemlich rot, oder? Plastik. Schon mal zum Plastik überziehen. Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. So ein Mist. Also nicht. Tja. Dafür brauche ich nur... Und... Vielleicht... können wir hier den Wurst-Key noch ein bisschen rüsten. Hat ja auch mit den Plastikbändern gewirkt. Da, wer sagt's denn? Eine schön gebratene Wurst. Flammkuchen fest. Sehr schön. Jetzt haben wir einen Red Key. Sehr schön. Als ob das jetzt funktioniert. Natürlich. Juhu! Ein Gast! Komm rein! Fühl dich wie zu Hause! Willkommen im Computerkern. Der schon wieder. Puh, was machen wir jetzt hier? Vielleicht können wir hier irgendwie am Computer die Station aufhalten hier, die... Alles hier erinnert mich an Gold. Weil sie ein Datasettenfach im Kopf hat. Für ihr Gehirnimplantat, du Schmutzroboter. Datasettenfach. Schalter. Anfass. Computer, Ronny. Du kannst es jederzeit erneut versuchen. Juhu. Und wenn du eine passende Gamecode-Datasette eingelegt hast, wirst du mit tollem Notfall-Klon-Personal belohnt. Hurra! In Datasette. Okay, und wie kommen wir an diese Datasette ran? Wir haben noch keine einzige Datasette. Gibt es vielleicht irgendwo, vielleicht hier im Tower, ein paar Datasette drin? Ui. Technisches Zeugs. Aua. Hier auf? Das tut wirklich weh! Bist du nicht darauf programmiert, gute Stimmung zu verbreiten? Aber, herrlich, wie du die Belastungsfähigkeit meiner Empfindungsfunktion auslotest. Hab ich gern gemacht. Tja, mit der Eule kann man nicht reden. Das ist ja wunderbar, was haben wir denn da? Das ist meine Festplatte. Ist das sowas wie dein Gehirn? Wenn du es nennen willst. Warum nicht? Manchmal zähle ich sogar Wenzels Weichmurmel dazu. Die Festplatte, vielleicht schauen wir uns erstmal, vielleicht fassen wir erstmal den PC an. Kann ich dir helfen? Ich suche die Tabelle für die Spaßpunkte. Kein Problemchen, wechsel einfach auf Laufwerk G. Da gehst du
gehst du dann in das Verzeichnis funzone/data/funpoints. Moment, bist du schnell. Was wechsle ich? Das Laufwerk. Tippe einfach G, Doppelpunkt. Da fängst du doch schon mal an. Ich will nicht tippen, ich will wissen. Und zwar, wo die Tabelle ist. Was willst du denn mit der Tabelle? Ich will meine Spaßpunktzahl erhöhen. Unmöglich. G ist ein Systemlaufwerk. Read only. Physikalisch gesichert. Das eine merke ich. Nichts, lieber Ron, ist jemals physikalisch vor einem Rufus sicher. Wo ist noch gleich dieses Systemdingens? Meine Festplatten sind, es sieht vielleicht bescheiden aus, aber keine Sorge, es ist alles vollkommen sicher. Das werden wir ja sehen. Tja, also nicht. Den Festplatte rausreißen. Sind da auch die Und ab! Die Festplatte. Sind da auch die Spaßpunkte aus der Funzone drauf gespeichert? So, vielleicht ein bisschen Plastikschmelz drüber. Ach nee, diese Festplatte ist doch so schon zugemüllt genug. Fast so wie meine. Fast so wie das meine. Du lieber sagen lassen. Und wenn nicht. Boah. Autsch. Und wenn nicht. Boah. Ich habe mich gewarnt. Aluhut mit Festplatte. Was? Was tust du denn da? Ihr werdet mit einem. Stopp. Natürlich. Ich bin dafür, dass du dich an meinen Punktestand erinnerst. Ich brauche die 10.000 Punkte. Das macht Sinn. Punkte, um den Ältestenrat einzuberufen. Hui, das klingt witzig. Was sind Spaßpunkte? Was Spaßpunkte sind? Sag mal, ist bei dir jetzt endgültig die Sicherung lose? Kann sein. Mir ist ganz seltsam. Ich glaube, da stimmt was mit meiner Festplatte nicht. Kannst du mal gucken? Also, ich kann keinen Fehler erkennen. Im Grunde kann ich hier sowieso überhaupt nichts erkennen. Das liegt bestimmt daran, dass du meine Datenbank formatiert hast. Oh nein. Hast. Was hab ich? Wusch, alles weg. Aber oh nein. Hey, nicht so schlimm. Das meiste war eh nur die Punkte. Dienstbotsteuerung, Sicherheitsprotokolle, Gencodes von ausgestorbenen Tierarten. Wer es braucht? Ausgestorbene Tierarten? Ja, sicher. Elysium ist immerhin sowas wie eine Arche. Aber keine Sorge. Die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Warte, ich schalte den Scanner schön. Ein. Piep. Siehst du? Halb so wild. Und was ist mit der Spaßpunkttabelle? Ja, yeah, ratzefatze. Wieso? Na, weil ich doch 10.000 Punkte brauche. Ach ja, warte kurz. So, 10.000 Spaßpunkte sind eingetragen. Juhu. Jetzt? Echt? Na klar, ohne störende Sicherheitsprotokolle gar kein Ding. Ist doch okay für dich, oder? Worauf du einen lassen kannst. Aber gerne, trink. Wasservorräte werden abgelassen. Party! Na toll. Okay, wir haben 10.000 Spaßpunkte. Dann können wir doch bestimmt jetzt Edstrat. Jetzt noch zu. Ich habe 10.000 Spaßpunkte. Jetzt Versammlung. Du schon wieder. Was gibt's? Ich habe 10.000 Spaßpunkte. Wow, Glückwunsch. Zu dumm, dass die Ältesten gerade mit Serviceproblemen in der Chill-Out-Zone zu kämpfen haben. Aber keine Bange. Sobald sie die Fehler beseitigt haben, bekommst du deine Audienz. Und dann gibt es auch frischen Zopfkuchen. Ein bisschen weniger noch. Wer wird denn gleich rot werden? Wie meinen? Du hast Scharlachhaut. Du leidest unter Hydrantenpigment. Du bist rot wie ein Pölser. Oh je, wie peinlich. Korrekt. Schäm dich. Mal angenommen, jemand hätte Ronnys Datenbank gelöscht. Wäre das sehr schlimm? Keine Sorge, mein Junge. Das kann nicht passieren. Ja, da muss sicher. Ja jemand vorsätzlich im Computerkern einbrechen und die Festplatte manipulieren. Und so dumm ist nun wirklich niemand. Nein. Oder so waghalsig gerissen und tollkühn. Nein, ich meinte schon dumm. Immerhin würde er riskieren, ganz Elysium zu zerstören. Ach, halt die Schnauze. Tja. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job.
Dann wieder zur Schnauzone. Gucken wir mal, ob sich dort was verändert hat. Weil hier irgendwo Datasetten herkriegen. Ui. Hier sieht es jetzt erstaunlich leer aus. Können wir uns hier einen Drink genehmigen? Ein Mixer. Neben der Springform ist der Mixer mein Lieblingsküchenutensil. Allerdings sollte man nicht versuchen, darin Knallfrösche zu halbieren. No. Tja. Oh Gott, Agathe! Ich kann den Drink nicht in den Mixer schütten, solange mich dieser alkoholabhängige Fisch mit seinen niedlichen Junkie-Augen anglupscht. Halte durch, kleiner Tackleberry Finn. Ich mixe dir ein neues Heim. Und es wäre doch gelacht, wenn dabei nicht auch noch ein Drink für den alten Knacker da vorne rausspringt. Ui, ein Gas. Nein, stopp! Tackleberry Finn darf nicht in den Mixer. Aha. Nein, stopp, Tackleberry. Was? Ja, also, da brauchen wir, glaube ich, noch mehr Zutaten. Was? Minigame? Ach du Schreck. Ja. Machen wir später. Streiche zu. Noch irgendwas, was wir hier machen können? Nee, Datasetten haben wir gerade nicht. Tja. Also. Ich denke, ich mache mal eine kleine Aufnahmepause. Und mache dann in der nächsten Aufnahme weiter. Schauen wir mal, wie wir da hier weiterkommen. Vielleicht finde ich dann sogar ein paar Datasetten, die wir benutzen können. Gut, bis dahin. Und damit, ja, weiter geht's. Kleine Aufnahmepause vorbei. Ich habe so schon eine Idee, was wir tun müssen. Ich befürchte es. Okay, der hat nämlich jetzt einen Aluhut. Computerkern. Wir müssen einfach mal in die Fun-Zone zurück. Ich bin untröstlich. Die Fun-Zone ist momentan aus Sicherheitsgründen. Was? Wie? Aber. Ich bin untröstlich. Die Fun-Zone ist momentan aus Sicherheitsgründen gesperrt. Aber. Ja, wir müssen irgendwie schaffen, die Zeit zurückzusetzen. Das ging am besten in der Fun-Zone. Den Tag zu beenden. Und dann müssen wir nochmal in die Fun-Zone und dort einfach mal die 10.000 Punkte bekommen. Oder irgendwie andere Ideen noch. Unterschlöße. Fragen wir ihn mal wieder. Ich hatte dann einen Plan. Später oder früher oder beides. Das hat hier keinen Sinn. Das hat hier keinen Zweck. Da kamen wir her, hier haben wir schon alles gemacht. Uff, okay, Fernsehung ist gesperrt. Habitatring. Vielleicht können wir hier irgendwas anrichten. Zurückend in Goals, Habitat, Raum, Bilder. Cole hat nie erzählt, dass sie mal eine Zahnspange getragen hat. Schrill. Tja. Im Flügel haben wir schon eine Hand, der seine Stoßzähne für dieses Klavier gelassen hat, litt offenbar unter starker Karies. Fast jede zweite Taste ist schwarz. Gibt's denn hier keinen Zahnarzt? Scheint mir fast so. Tja, nach oben. Du, das ist. Will er denn noch duschen? Das gibt doch Schrumpelpumpelhaut.
Schuhpippenplatz. Ja. Sehr schön. Wir haben so dieses Helm im Inventar, wir haben Monsterfußpantoffeln, wir haben Echsenhaut, wir haben einen Drink mit Fisch, wir haben einen Drink ohne Fisch, wir haben Plastikschmelz. Ja. Ja. Und nun? Bei den Kollegen waren wir schon. Und, kommt ihr voran? Na und Tenor. Ist es nicht egal, solange wir uns lieben? Stimmt. Ich könnte noch Ewigkeiten mit dir Gardinen aussuchen, Hannah. Ach, Tenor. Das hast du schön gesagt. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Muster. Ach, ihr seid ja sowas von randständig. Tja. Hat er hier mit einem Plan? Dann komm ich doch kehren, können wir. Haben wir da vielleicht noch nicht alles gemacht? Jetzt den Schalter ziehen vielleicht. Ja, da bin ich überfragt. Nochmal ein Fahrstuhl zurück. Da kommen wir gerade her. Das komme ich unterkehren. Chill-Out-Zone. Ältester Diox, können wir mit ihm nochmal sprechen. Vielleicht hat er einen Hinweis. Eine wichtige Durchsage. Der 10.000 Spaßpunkte-Horizont wurde durchbrochen. Stellen Sie sofort alle Streichelaktivitäten ein und... Gib dir keine Mühe. Es hat sich vorerst ausgestreichelt. Irgendetwas scheint mit der Tierdatenbank nicht zu stimmen. Das System will mir einfach keinen Streichel. Erzählt uns was Neues. Mehr ausspucken. Wie sollen sich die armen Bürger ihren Alltag versüßen, wenn es keine Streifenzobel zu streicheln gibt? Welche armen Bürger denn? Ich sehe außer dir keinen. Kein Wunder. Es gibt ja auch keine Streifenzobel, die man streicheln könnte. Was für ein Desaster. Aha. Jetzt lass doch mal deine blöden Streifenzobel beiseite. Ich habe viel dringendere Dinge auf der Agenda. Streifenzobel sind nicht blöd. Sie sind klein, pelzig, nett und sehr intelligent. Vielleicht sogar intelligenter als so manche Anwesende. Gut möglich. Auf jeden Fall gehe ich nirgendwo hin, bevor ich nicht mindestens ein Streifenzobel gestreichelt habe. Jetzt lass doch mal deine... Ich habe... Streift sie sind gut auf... Jetzt wie lass doch mal... Es... Streift sie sind gut mit... Auch immer so Streifenzobel, zerstreichende Zobel. Ja. Wie sollen wir das jetzt hinkriegen? Zur Cocktailbar. Tja, also... Boah, da da sind für die ganzen Stütze, aber... Oh Gott, Aga, ich kann, halte dich mit und es weht. Okay, hier haben wir das Glas hin. Okay. Älteste Treus. Was sitzt du hier rum? Ich habe 10.000 Spaßpunkte und verlange meine Audienz. Oh, Gratulation. Aber ich bin hier gerade unabkömmlich. Irgendetwas stimmt mit den Gastrobots nicht. Den Gästen wird Essen und Trinken in geselligem Ambiente versprochen. Aber das Essen ist ungenießbar. Schau her.
Genau, und in den 14 Eldringen schwimmen Fische. Solange diese Probleme nicht beseitigt sind, hat meine Anwesenheit hier oberste Priorität. So, das ist jetzt Chefsache. Wir nehmen die Made mit. Recht so. Entferne diese Monstrosität aus meinem Blickfeld, bevor es noch die anderen Gäste sehen. Solange hier nicht wieder qualitativ hochwertige Speisen serviert werden, bleibt diese Lokalität geschlossen. Tja. Eine Riesenmade. Du, den Drink packen. Ich muss meine Sachen nicht desinfizieren und die. Tja, komm. Ich weiß doch schon, was wir mit der Made machen müssen. Ich kann den Drink nicht enthalten, ich mit und es wird. Warte. Verlassen. Madenmixer. Hui. Oh, wie süß die ist. Na toll. Made gemixt. Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Madenmett. Oh Gott, ich kann, ich und es weh. Okay, jetzt hatten wir Maden mit. Jetzt haben wir leider nicht das schöne Bild gesehen mit dem Fisch, der noch kurz dran daneben steht. Und jetzt haben wir Maden mit. Was hofft man, dass uns hilft? Das Maden mit. Und vielleicht mit dem Würst-Dings-Würst, mit dem Wurstomaten zum Spar. Ah, das ist der dritte Älteste. Direkt mal auf den Poker fast. Ja. Du jetzt endlich mit. Nein, meine Massage ist noch nicht beendet. Irgendwas scheint mit den Robo-Bediensteten nicht zu stimmen. Igitt, eine Massage? Tut das wirklich Not? Ja. Aber keine Bange, von einem Streichholzmännchen wie dir würde ich mich eh nicht massieren lassen. Deine Hände sind viel. Der Roboter jagt dort hinten auf dem Hof den einen Deponianer, den einen Elysianer. Dann können wir vielleicht. Heißt das, du kommst endlich mit? Falsch! Meine Rückenhaare müssen erst noch gewachsen werden. Das kriegen wir hin. Sehe ich so aus, als wachsam, bitte. Zumindest wie etwas, was ich mal im Zirkus gesehen habe. So, sehr gut. Plastikschmelz. Na komm. Schon mal, dass das Plastik ist alles. Schnauze! Das muss so. So, Haare sind ab. Was hältst du davon? Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich glaube, ich habe mir bei der Prozedur eben einen Nerv eingeklemmt. Oh Mann. Ich bestehe auf eine weitere Massage. Wenn du mich zum Heulen bringen willst, gleich hast du es geschafft. Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich bestehe auf eine weitere Massage. Aber diesmal von einem Profi. Ach, wo sind nur die Klonbediensteten, die sonst immer defekte Roboter ersetzen? Okay, der Roboter rennst du durch den Garten und jagst den Kollegen. Ja. Und der braucht sein Tier. Uff. Computer kann unterschlösen. Fernsohn geht immer noch nicht. Avatar-Trink-Eltstart. Avatar-Trink.
Ui. Luftballons. Habt ihr noch einen Plan? Ich hab eine Idee. Ist das nicht egal, solange wir uns lieben? Stimmt. Ich könnte noch Ewigkeiten mit dir Gardinen aussuchen, Henna. Ach, Tenna, das hast du schön gesagt. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Muster. Ach, ihr seid ja sowas von randständig. Und Gardinen, haben wir vielleicht irgendwas? X-Naut mit... Meine Stoffmuster, Rufo. Vielleicht... Wie wäre es mit diesen Silberrücken-Gorilla-Rückenhaaren? Oh ja, das ist hübsch. Na, sehr schön. Und männlich ist es auch. So weich. Und ja, alles klar. Außerdem ist Silber gerade voll in. Trotzdem irgendwie zeitlos. Dann ist es entschieden. Endlich. Hier, behalte diese Stoffproben. Stoffproben. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Stinkmuffel, Stoffmuster. Zubel, Streifen, Stoffmuster. Zubel! Wir brauchen ja die Dingens hier. Ein Leo-Stoffmuster. Damit können wir bestimmt Tiere klonen irgendwie. Aus den Mustern. Das ist doch der Streich. Der Streichenstrobel. Strobel, Zubel hier, den der eine haben wollte. Vielleicht reicht es auch schon, wenn wir dem Pelz geben. Naja, da bin ich mal gespannt. Das bringt wahrscheinlich nichts. Was soll ich denn damit? Streicheln vielleicht? Wozu? Es kann ja nicht mal schnurren. Kaninchen können auch nicht schnurren. Vielleicht kannst du einfach nur nicht streicheln. Dachte ich mir. Gut, na dann. Ja, dann haben wir auch schon ein paar Dinge erreicht, wenn ich richtig gesehen habe. Dann würde ich mal sagen, glaube ich, nach oben soll es sich gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und den nächsten Part nicht verpassen wollt. Habt noch einen tollen Tag und man sieht sich. Haut rein.